So, willkommen zurück zu Deus Ex. I blew it, JC. I'm sorry. MJ-12 must want you bad. Locked on the chopper and had the nav computer fly straight in. My stores are shut. My weapons are locked. Weapon lock switches on flight control deck 1. Get me back online or we're dead meat. Okay. Die MJ-12 ist wohl hier hinterhergekommen. Und haben die Waffen von dem Helikopter deaktiviert. Die kann man wohl von da oben wieder aktivieren. Ups. Was tue ich hier? Ich will da hoch, genau. Die Kamera wird wahrscheinlich Alarm auslösen. Und die sind feindlich. Genau, so wie ich mir das... Wo ist mein Zielfernrohr? Warum habe ich kein Zielfernrohr auf der Pistole? Die hatte doch mal ein Zielfernrohr. Da irgendwo eins? Nee. Mist. Warum habe ich das nicht mehr? Na, klasse. Nein! Okay. Merke, der Rechte hat einen Raketenwerfer. Okay, dann mache ich das Ganze mal so. Zuerst den da. Und dann den. Jetzt habe ich allerdings immer noch das Problem der Kamera. Allerdings glaube ich, dass hier niemand anderes gerade ist. Von daher ist mir der Alarm gerade auch ein bisschen... Okay, vielleicht doch nicht ganz. Lalalala. So, Alarm ist wieder aus und ich bin fast tot. Schwert. Cool. Zuallererst muss ich mich heilen. Das ist halb so wild. Weil unten gibt es ja den, den Bot, der mich wieder auffüllt. Das funktioniert. Wunderbar. So, dann wollte ich mal kurz gucken, ob ich mit dem Schwert wirklich kämpfen. Wie groß ist das denn? 3. Da müsste ich davon irgendwie was ablegen. Die Sturmschrotflinte, die macht schon um einiges mehr Schaden, aber das ist natürlich präziser und hat auch mehr Schuss im Magazin. Aber pro Magazin macht die Schrotflinte, glaube ich, tatsächlich deutlich mehr Schaden. Ich bin mir nicht sicher. Andererseits, was macht denn das Schwert? 10 und der Baton macht, der Schlag macht immerhin 7. Also es macht gar nicht mal so viel mehr Schaden für... Dafür, dass es so viel Platz im Inventar braucht. Ich glaube, das ist mir nicht wert. So, und wo ist jetzt der Schalter für die Waffenkontrolle? Ist das der hier? Nein, das ist ein Alarmknopf. So da... Erstens mal, das Messer da brauche ich nicht. Stattdessen würde ich gerne die Soda mitnehmen, um mich beim nächsten Mal ein bisschen schneller heilen zu können. Da hätte ich mich wohl auch hochschleichen können. Okay. Hat er nicht gerade gesagt, auf dem Flugdeck 1. Auf dem Flugdeck 1 ist der Schalter für die Waffensysteme. Das wird wohl nicht hier drin sein, nehme ich an. Das ist, glaube ich, eher... okay, doch. Vielleicht doch. Schrotflinte. Ich war gerade ein bisschen überfordert. Hat man vielleicht gesehen. Okay, Schwert brauche ich nicht. Und... Nein. Messer brauche ich nicht. Die Lähm, die will ich. Im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass die Lähm hier unten nützlich werden könnte. Ich möchte mal hier speichern, für alle Fälle.
bogey. Verdammt. Over the head. Ja. So, hier kam doch gerade einer hoch. Genau. Ah, was? Oh Mann. Irgendwie habe ich mich da gerade nicht besonders gut angestellt. Vielleicht ist es aber auch, vielleicht muss ich da ja irgendwie gar nicht rein oder so. Ich gehe mal hier nochmal runter und lade mich nochmal auf. Wo war das gerade? Das war da drüben irgendwo. Das heißt, vielleicht komme ich ja auch von hier unten dorthin. Zum Beispiel dadurch oder hier. Da fehlt mir der Schlüssel. Das war doch gerade ein Grafikfehler. Ich dachte, da hätte ich gerade was gesehen. Military Robot. Militärroboter. Und was ist das da? Ein Knopf. Was tut der? Der fährt diese Plattform da hoch. Okay. Aber ich glaube nicht, dass das hier Flugdeck 1 ist. Sonst hätte er ja nicht gesagt Flugdeck 1, sondern hier irgendwo oder sowas. Okay, das ist dieses Teil nochmal. Wo führt das denn hin? Na? Ah, das führt noch weiter. Was haben wir hier? Ein Schutzanzug. Mhm. Ich glaube jetzt nicht, dass ich den brauche. Ah, nee, Moment. Ich bin ja gar nicht da, wo die anderen Leute gerade waren. Hä, bin ich jetzt hinter der Tür? Nee, das ist eine andere Tür. Die sieht nur so aus. Aber hier könnte ich mich vielleicht reinhacken. Vielleicht ist das die Flugkontrolle oder die Flugdeckkontrolle. Ja, immerhin Kameras. Kann ich ja schon mal... Ah, da ist die Kamera auf dem Dach, die vorher Alarm geschlagen hat. Bis jetzt Flight Controller 2. Flight Controller 2, okay. Der Einser müsste hier auch irgendwo sein. Der da vermutlich. Ja, genau. Ah, da fehlt mir der Schlüssel. Wo kriege ich den her? Ich konnte ja da drüben jetzt gerade keine Tür beeinflussen. An dem Sicherheitsterminal. Ach, ich bin gerade durch den Schacht hochgegangen, stimmt. Das war irgendwie unnötig, glaube ich. Okay, was ist das? Ach so. Da führt der Schacht wohl auch hin. Ups. Lalala. Der Raketenwerfer ist echt praktisch. Aber ich fürchte, ich gehe gerade ein bisschen zu verschwenderisch mit der Munition um. Ah, ich habe noch 16 Raketen. Das wird schon passen. Ah, Mist. Hoffentlich hat jetzt von denen keiner den Schlüssel dabei für das Flugdeck. Weil sonst kriege ich den jetzt nämlich nicht. Aber ich vermute mal, der liegt eher hier irgendwo rum. Gut, das sieht gut aus. Datenkubus. Hongkong ist ein einziges Operationsgebiet, ein einzigartiges Operationsgebiet für MJ-12. Die Verbindungen zwischen MJ-12 und örtlichen Behörden sind schwach, aber MJ-12 arbeitet daran. Absolute Geheimhaltung. Also wenn ich irgendjemanden von der Polizei hier treffe, dann sollte ich denen möglichst viel erzählen bei MJ-12. Es gibt hier genau die akustischen Schusssensoren, die wurden, glaube ich, schon mal irgendwo erwähnt. Die, über die man wohl Schüsse oder andere laute Geräusche orten kann. Die wurden überall an Häuserwänden und Straßenlaternen und so angebracht sind. Sowas. Ah, habe ich schon mal irgendwo gelesen. Bin ich jetzt eigentlich verletzt? Nö. Dann hacke ich mich doch mal mit meinen
gesunden, nicht verletzten Fingern in den Computer rein. Ich frage mich gerade, wenn die Arme komplett auf null Punkte runter sind, ob er dann immer noch hacken kann. Oder ob er vielleicht langsamer hackt, wenn die Arme angeschlagen sind oder so. Weil er ist ja auch, er rennt ja auch langsamer, wenn die Beine angeschlagen sind. Okay. Was? Erstmal duschen. Ah, ist das schön. So, schöne kalte Dusche. Medikit. Lecker. Und nochmal den Mund spülen. So, jetzt bin ich fit für die Gefahren des Hongkonger Alltags. Eine Zeitung. Letzte Woche konnte ein Angriff der Terroristen auf Liberty Island durch das rasche Eingreifen der UNETCO abgewehrt werden. Ha, das war ich. Schlecht organisierte Einheiten der NSF hatten versucht, die Sicherheitssysteme des UNETCO-Hauptquartiers zu durchbrechen. Auch das haben sie nicht geschafft. Ein lächerlicher Angriff. Walter Simons, Alter der FEMA, arbeitet mit UNETCO zusammen. Ich dachte, er würde sie übernehmen. Aber gut. Terrorismus ist eine Schlange im hohen Gras. Die Behörden suchen derzeit nach Fummelkusch, einem Terroristenführer, der nach dem Angriff die Flucht gelang. Also Terroristenführer, ich glaube nicht, dass ich das bin. Schokoriegel. Moment, ich bin doch jetzt leicht angeschlagen von dem Typ gerade eben. Dann kann ich mich doch auf 99 wieder hochheilen und stattdessen den Schokoriegel mitnehmen. Zwei Dietriche. Medikit, cool. Ich mach das hier mal, Moment. Schlossstärke 30%. Moment, Türstärke 50%. Das müsste doch damit gehen. Eine Gasgranate. Ich bin nicht sehr überzeugt. Ich glaube, Gasgranaten sind nicht so praktisch. Ja, komm hier. Wasserverschwendung muss ja nicht sein. Nee, von Gasgranaten bin ich, wie gesagt, noch nicht so ganz überzeugt. Voll geheilt. Cool. Wo ist jetzt das Flight Deck 1? Ist es vielleicht da oben? Vielleicht komme ich dadurch dorthin. Ah, hier gibt es noch mehr Spinte. Credits. Ein Waffenkammer. Schlüssel. Schlüssel für die Waffenkammer. Noch mehr verschlossene, aufschießbare Türen. Präzisionsgewehr. Aha. Schauen wir mal. Kann ich eigentlich 50% auch mit der Pistole aufschießen? Credits und Multitool. Das hat sich gelohnt. Ich habe schon 20 Multitools. Ja, das funktioniert. Flugsicherung. Wunderbar. Und das Tastenfeld am Aufzug hat den Code 989. Okay. Haha, da ist gleich wieder ein neuer Dietrich. Moment, Blödsinn. Das hatte ich schon. So, ansonsten gibt es hier wohl nichts mehr. Wie gesagt, dadurch komme ich bestimmt zur Flugsicherung, aber das werdet ihr alles bei Zwergesel sehen. Der ist ja hier der Schleicher. Der benutzt bestimmt den Schleichweg. Ich werde mich stattdessen hier einfach direkt zum Flugdeck begeben. Dahin. Zack. Einmal aufschließen, einmal öffnen. Und dann den Knopf drücken. Nein. Ah, sag ich doch. Und das ist wohl ein Grafikfehler. So, schauen wir mal, ob ich hier dann die Waffensysteme wieder aktivieren kann. Das ist ja eigentlich nicht. Er meinte ja, das wäre ein Knopf. Also hier kann ich nichts ändern an dem Terminal. Ist vielleicht da irgendwo ein Knopf? Ja! Genau, wunderbar. Back in business. Come on down and stay clear of the blast doors to the south. I'm gonna launch a missile. Okay, und er will jetzt wohl die. Ah, das ist dann für diese Seite. Okay, aber da ist er ja gerade nicht. Er ist auf der anderen Seite. Er will jetzt eine Tür aufschießen. Dann möchte ich doch bitte vorher speichern. Im Süden, genau, da. Ein Bot.
Nochmal speichern. Tempoerhöhung und durch. Gibt's hier was? Ja. Hier gibt's was. Moment, hä? War ich da vorhin nicht da unten? Ja, Tatsache. Aber da will ich jetzt gerade nicht hin. Wo ich hin will, ist das hier. Nein. Nein. Was? Was? Hm. Warum eigentlich so kompliziert? Ich hab doch den da. So. Und wo genau war jetzt das Problem? Ach, da drüben ist das Problem. Ich seh's. Ich sehe das Problem. Leider ist jetzt der Energiebot schon wieder weg. Sonst hätte ich mich jetzt gleich nach der Regeneration wieder auffüllen können. Aber gut. Ich meine, es gibt Schlimmeres. Hauptsache, ich bin gesund. Okay, hier gibt's nichts mehr. Zur Not habe ich auch noch Biozellen dabei. Ja, 6 Stück. Das, ja, das sollte reichen. Ich werde jetzt erstmal noch nicht aufladen. Ah, ich glaube, dafür ist der Schutzanzug. Hier brauche ich 6 Multitools. Na gut, dann schnappe ich mir den Schutzanzug. Bin ich eigentlich angeschlagen? Ja, nee, nicht mehr. Aber... komm. Das ist doch sowieso witzlos, die Schokolade, solange ich nicht ganz viel davon habe. Den da nehme ich mir. Habe ich nicht EMP-Schild? Nee, ne? Ich habe den Ballistikschutz. Allerdings frage ich mich, warum ich da gerade sofort gestorben bin. Ist das so heftig? Ah, jetzt. Okay, alles gut. Man darf da wohl einfach nicht aufstehen. Ich bin doch gerade hier einfach gemütlich durch und dann... Hm, voll gut. Ich werde mich nicht drüber beschweren. Oh, Fertigkeitspunkte. Was? Na, dann eben runter. Wenn hoch nicht geht, dann gehe ich eben runter. Wan-Chai-Markt in Hongkong. Aber ich habe gerade Fähigkeitspunkte gekriegt und ne, das lohnt sich nicht. Okay, you need to find Tracer Tong. He used to drop Paul off in a small compound east of the market. You could start there. Don't lose any time. Your kill switch is 12 hours old. If you die, our plans will fail. Locate Tracer Tong. Okay, Tracer Tong finden und was war's im Osten, ne? Osten ist da drüben. Ah, Polizei. Was war's? 9 nach 9? Na, doch nicht. 2 Tools. Ich könnte dann zurückgehen und mir ein anderes Tool holen. Genau, Osten im Osten. Tastenfelder am Aufzug. Hm. 989 ist hier vielleicht ein Tasten. Ah, da ist ein Tastenfeld. Okay. Alles klar. Aber ich will mich da jetzt gar nicht zur Polizei reinhacken. Da kriege ich wahrscheinlich nur Stress. Okay. Das gehört wohl auch zur Polizei. Ist hier irgendwas? Nein. Was haben wir da? Weiß nicht. Ist das ein Restaurant? Nein, ein Porzellanladen. Na gut, ein Alarmknopf. Mhm, mhm. Hier gibt es wohl Geflügel. Nein, da war ich noch nicht und da habe ich eigentlich auch nicht vor hinzugehen. Ist da ein Geheimgang runter? Nein. Aber, da kann man doch bestimmt hoch. Zumindest, wenn man die Tempoerhöhung auf Maximum hat, oder? Na? Wie, da kann man nicht hoch? Ich kann nicht aufstehen! Mist. Das ist ja ärgerlich. Ach, und da kann ich vielleicht durch. Ja, das funktioniert wunderbar mit der Tempoerhöhung. 40 Fähigkeitspunkte alleine für das hier hochgehen. Das wäre super. Da komme ich leider wohl nicht rüber. Okay,
Das hier ist wohl ein Restaurant. So, jetzt bin ich hier drin. Kann ich da vielleicht irgendwen belauschen oder so? Oder euch die Soda klauen? Wohl nicht. Do you want to do business? Please. We're having a... Welcome to the Lunch IT House. Anything you like? 12 credits. Ne, danke. Oh my god. They are everywhere. Don't interfere in my business. Red Arrow Triade. Okay. Bist du ein Gegner? Naja, du greifst mich nicht an, deswegen greife ich dich auch mal nicht an. Das hier könnte eine Wache sein. I do not recognize you. Ja, ein Polizist. Und noch ein Polizist. Ich muss mal eben Geld abheben. Ja, ich mache hier keinen Unsinn. Nö. Ich habe nur meine PIN vergessen. Ich muss die gerade noch ein zweites Mal eingeben. Und schon fertig. Alles klar. Vielen Dank. Hat alles gut geklappt. Tschüss. Schnell weg hier.